Na, ihr Lieben, wie geht's euch? Heute hatte ich einen richtig arbeitsreichen Tag. Heute Vormittag hatte ich eine Therapiesitzung mit einer Klientin, die sich gerade in Mallorca aufhält. Und dann macht man das halt per Zoom. Ja, das geht dann nicht anders. Und das ist ja auch, inzwischen ist man ja auch während dieser Corona-Zeit dran gewöhnt, dass das meiste per Zoom auch geht. Es ist zwar anders, es ist wirklich definitiv anders, von Mensch zu Mensch in einem Raum sitzen, in einer Praxis. Ich sitze jetzt gerade in meiner Praxis hier und ich sitze auf dem Klientenstuhl. Ich gehe mal mit euch auf meinen Therapeutenstuhl. Jetzt sitze ich auf der anderen Seite, genau, und blicke auf einen leeren Klientenstuhl. Der ist zurzeit meistens leer, weil man ja bei Corona auch nicht so viel machen kann. Es läuft einiges per Zoom. Es gibt noch Klienten, die ab und zu mal kommen können. Und leider kann ich auch keinen Astrologieunterricht geben. Aber dennoch, ich mache immer noch eine ganze Menge. Also heute Morgen, wie gesagt, ein zweistündiges Therapiegespräch dann. Man kann vieles, man kann sogar Aufstellungen per Zoom machen. Es ist vieles möglich, auch so. Und danach hatte ich eine kleine Pause. Und dann eine zweistündige Astrologieberatung, auch per Zoom. Und das war total schön mit einer Frau, die ich auch noch nie gesehen hatte. Das ist ja oft so, dass Menschen mich anschreiben oder anrufen und eine Beratung wollen. Und dann stehen da schon 25 Seiten geschrieben von mir und sie hatte bestimmte Fragen. Ich habe von ihr gehört, am Schluss frage ich ja immer, wie sie sich gefühlt hat, die Klientin bei der Beratung, ob sie noch Fragen hat, und so weiter. Und sie fühlte sich sehr gut beraten. Sie hatte auch das Gefühl, wirklich Antworten auf ihre Fragen und sehr gute Richtlinien bekommen zu haben. Sie sagte, das müsste sie sich jetzt erstmal alles nochmal anhören. Sie hat es aufgezeichnet mit dem Handy und bekommt natürlich jetzt auch nochmal von mir 25 Seiten schriftlich, habe ich ihr dann per E-Mail geschickt. Wenn man das persönlich bei mir macht, bekommt man eine Mappe überreicht. Das ist natürlich schön. Die Mappe kann ich leider nicht schicken, aber ich konnte ihr eine PDF schicken. Ich habe dann auch, was ich immer bei einer Beratung mache, eine Zeitqualität bestimmt. Das heißt, ich habe mir die Transite angesehen, die sie im Augenblick hat, was gerade bei ihr los ist, was angestoßen wird. Sie selbst macht auch gerade eine Astrologieausbildung, ist noch nicht so weit, fand das unglaublich inspirierend und hat noch mal was dazugelernt, sagt sie. Ja, und so ist ein ganzer Tag mit 4 Stunden Arbeit. Und dazwischen bereitet man sich ja auch vor und nach und isst was. Und jetzt ist der Abend da und ich bin echt total erfreut, weil das mal wieder ein ausgefüllter Tag war mit Arbeit. In den Tagen, wo ich jetzt nicht so viel zu tun habe, schreibe ich an meiner Biografie. Das habt ihr ja auch schon gehört. Aber heute war mal wieder ein richtiger Arbeitstag. Ich wünsche euch was. Ich bin froh, in meinem Alter mit 72 so fit zu sein und noch so viel machen zu können. Ich bin dankbar, 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 dankbar. Und ich wünsche euch auch gut drauf zu sein, trotz Corona. Wir wissen nicht, wie lange das noch dauert. Wir wissen nicht, was noch alles auf uns zukommt. Bleibt guter Laune, bleibt bitte hoffnungsvoll, positiv, gut gestimmt und verbindet euch mit dem Guten in eurem Leben. Alles Liebe für euch. Tschüss.